Oh Gott, wenn wir jetzt schon so lange brauchen, wir werden ewig mit dem Mähdrescher unterwegs sein, befürchte ich. So. Der Mähdrescher steht auf dem Feld Richtung Rückseite der Farm. Dort arbeiten einige Gruppen von Kriegsparanoikern. Sie reagieren nicht freundlich auf Fremde. Yay! Begib dich auf die Farm und klau den Mähdrescher. Wollt ihr mir mit dem Traktor irgendwas Bestimmtes sagen? Wir benutzen ihn einfach mal. Vielleicht sind wir damit ja unauffälliger. Nein, sieht nicht danach aus. Oh, sieh mal an. Darf ich deine Waffe haben? Danke. Von irgendwas muss ich ja auch leben. Okay, weiter geht's. Mein Traktor ist stärker als deine Schrotflinte. Oh, sieh mal an. Sitzt da auch jemand am Steuer? Oh ja. Guten Tag, der Herr. Ein kleines Traktorenrennen unbedingt. So, schauen wir doch mal. Ich bin der Mann, der euch die Schrotflinten klaut, nachdem er euch überfahren hat. Zack. Das war's für den Nächsten. Wieder ans Steuer. Und weiter. Wollt ihr gerade mit einer Schaufel auf mich losgehen? Echt jetzt? Ich glaube, ich gewinne dann nochmal ein bisschen Abstand. Und mach direkt zum... Oh, hier sind aber noch einige unterwegs, Mensch. So, dann fahren wir vielleicht erstmal die über den Haufen hier. Guten Tag. So. Darf ich mal kurz jemandes Mähdrescher klauen hier? Oder Traktor, wie auch immer. Landwirtschaftsfahrzeug eben. Raus! Ja, ich wollte schon sagen, warum klappt das nicht? Oh, kommt schon der nächste an? Ach nee, das ist der von gerade eben hier. Nee, doch nicht. Ich bin verwirrt. Ihr erlebt mich verwirrt, ein wenig. Okay, fahren wir einfach aufs Feld. Ich muss jetzt mal mit den Spinnern hier an meinem Arsch leben. Oh, ich dachte, das ist ein Hügel, aber das war eine Mauer. Okay. Etwas peinlich. Gut, fahren wir erstmal alle über den Haufen, die wir finden können. Guten Tag. What's cracking? Accept your bones. So. War es das für dich? Ja. Oh, ich sollte mal einen Meter laufen. Fahren, wie auch immer. Wegkommen jedenfalls, bevor ich herausgezerrt werde aus der Kiste. Na sag mal. Lass dich einfach überfahren. Gib auf. Okay. So, dann wird's langsam Zeit, dass wir den Mähdrescher erobern. Denke ich. Oder vielleicht sollten wir auch... Haben wir zufälligerweise was zum Schießen? Nein, natürlich nicht. So, komm, dann, schmeiße erstmal alle raus hier, vor allen Dingen die Oma? Okay. Warum auch nicht? Ja, lauf nur, Bitch! Lauf! Lauf! Ach ja. Fertig? Gut. Was bist du denn für einer? Wo kommst du denn her? So, kümmern wir uns mal um dich. Wer schießt denn da? Aha. So ist das also. Die nehme ich dann mal an mich. Das ist ja nicht sicher bei dir. Okay. Aber sonst geht's gut. Raus! Das hast du gut erkannt an sich. Aber das ist mir völlig egal, dass ich ein Dieb bin. So, ich glaube, jetzt sollte ich so langsam sämtlichen Widerstand beseitigt haben. Und da das Wetter auch gerade schlecht zu werden beginnt, nehme ich dann doch mal... Ja, das tue ich.
wähle ich dann jetzt doch mal das überdachte Fahrzeug. Oh, die gute Schrotflintenmunition. Uiuiui, schnell in den Faradayschen Käfig. Okay, bring den Mähdrescher zu der Truth's Farm. Ich glaube, so entspannt habe ich das noch nie gemacht, dass ich wirklich alle aus dem Verkehr ziehe und dann erst losfahre. Oh, es sind auch noch nicht alle weg, aber das ist gut, denn damit können wir auch mal ein bisschen Spaß mit dem Mähdrescher haben. Kommt nur! Kommt unter die Räder! Ich krieg euch alle! Ein jeder von euch wird zerfleischt werden. Lauft nur, aber ihr werdet nicht weit genug laufen können. Auch du nicht. Oh. Ein Stück musste ich noch. Eine kleine Blutwolke. Okay. Genug Spaß gehabt. Es wird Zeit zu gehen. Müssen wir links oder rechts rum? Ich weiß es gar nicht. Nun, ich glaube, es ist relativ egal. Es ist so oder so ein scheiß langer Weg. Machen wir mal rechts rum. Oder? Ich weiß es nicht so richtig. Nee, wir machen links rum. Ja. Links ist das neue rechts. Schon allein, weil ihr rechts rumfahren würdet, fahre ich links rum. Entschuldigung, Mr. Officer. War keine Absicht. Aber mein Mähdrescher ist groß und breit. Ich brauche mehr als eine Spur. So, scheint sich schon erledigt zu haben mit der Verfolgung. Ups, Entschuldigung. Ja, ist nicht ganz einfach mit der Kiste hier irgendwie... Ach, sieh mal an. Moment. Ich muss mich da mal um jemanden kümmern. Ah, ich sehe nichts. Ja, shit. Dude. So. Hätten wir den schon mal weg. Oh Gott, da kommen schon die nächsten hier. Vielleicht sollte ich erstmal kurz... Ich lasse ihn einfach da. Guten Tag. Bis bald. Ach so. Schön, er ist gar nicht von dieser Farm. Er legt sich mit dem Farmer an, der mich hier blöd anmacht. Finde ich gut. So, zumindest sind wir jetzt den schießwütigen Typen auf der Kiste los. Ich meine, der andere kann mir ja gern noch einen Meter hinterherfahren. Das stört mich jetzt nicht unbedingt. Der scheint auch schon wieder... Ach nee, da ist er noch. Ah, komm schon, fahr deine Kiste weg. Und du auch vielleicht. Ja, fahr runter, genau, fahr einfach runter. Warum nicht? So. Das sollte... Oh Gott, das ist irgendwie ein unglaublich schreckliches Gerät, um zu lenken. Was? Wie bist du denn hier hingekommen? Lass mich bloß in Ruhe. Es ist ja schon irgendwie verlockend, sich mal um den Kerl zu kümmern, damit ein für alle Mal Ruhe ist jetzt hier, aber... Ich meine, so akut ist es dann auch nicht mit ihm, ne? Und... Bevor ich jetzt hier irgendeinen Scheiß mache, weil mein Leben sieht auch nicht mehr so gut aus jetzt, fahre ich halt einfach weiter. Wird schon passen. Ist schon erstaunlich, wie schnell so ein Mähdrescher werden kann, stelle ich gerade fest. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Also wirklich gut ausweichen kann man mit dem Ding. Nicht hier auf der Straße. So, schnell vorbei. Also schnell ist so relativ gesehen vielleicht. Der ist ja immer noch an mir dran, der Typ. Also so, mehr oder weniger. Ich glaube, er hat sich gerade ein bisschen festgehängt. So, eine Kehre noch. Dann ist das Schlimmste überstanden dabei. Uah. Gut, alles in Ordnung, alles unter Kontrolle. Könnte eigentlich gleich übers Feld, aber na, vielleicht nicht gerade mit dem Mähdrescher, das muss nicht sein. Also mit dem Mähdrescher übers Feld an sich ja, aber naja, das Feld ist in dem Falle kein Feld, sondern ein bergiges Grasland. Gut, wo ist denn der Eingang?
Eingang ist da, wo ich reinfahre. Und das ist jetzt hier. Das passt schon. Guten Tag, die Herren. Ist überhaupt jemand da hier? Oder macht The Truth das komplett alleine? Ich meine, ich traue dem Typen zu, der Matschbirne. Dass er wirklich komplett allein seine Arbeit macht. Wahrscheinlich macht er das tatsächlich. The job is done. Man, you've brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the whoop-de-doo is ready. Just make sure you get that cash. Wow, peace ist so eine Sache. Hey, Carl, it's Caesar. What's up? Bad thinking shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me. She's okay for now. The Varios Los Aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, they don't mean jack in Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. Well, I just got some shit to take care of, and No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Die Dinge laufen nicht gut. In Los Santos geht's drunter und drüber und naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich Peace in sein Tal gebracht habe, aber naja, wenn er meint. Gut, machen wir einfach mal so auf ziemlich direkten Wege hin, würde ich sagen. Wir haben jetzt gerade das perfekte Fahrzeug, um auch mal quer über die Berge zu fahren. Mit dem Buggy kann man das ruhig mal machen. Was soll schon passieren? Was soll schon schief gehen? Nicht wahr? Hui, ja, vielleicht Wasser. Daran habe ich jetzt nicht unbedingt gedacht. damit hätte sich der Ausflug mit dem Buggy dann leider auch schon wieder erledigt. Es ging etwas schneller als gewollt. Aber, naja, hat doch Spaß gemacht, so lange wie es gedauert hat. Was nun mal leider nicht sehr lange war. Hey, wir haben eine schusssichere Weste. Wo haben wir die denn her? Ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen. Wir sollten vielleicht wieder irgendwie auf die Straße zurückkommen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wobei, wenn ich mir jetzt anschaue, wie weit das bis zur Straße ist, dann können wir auch gleich direkt bis zum Dorf vorlaufen. Ich mache da mal eine kleine Wanderung und da das jetzt nicht so spannend wird, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich aus dem Wald gekrochen komme. Völlig verdreckt und verkrustet und erschöpft. Und am Ende sämtlicher Kräfte, kurz vor dem Aushauchen meines Lebensodems. Seht ihr, wie erschöpft ich bin? Ich hab was gefunden im Wald. Das hat die Sache ein bisschen vereinfacht für mich. Trotzdem werden wir aufgrund gewisser lebenstechnischer Umstände sicherheitshalber mal speichern. So. Und wir haben mal schönes Wetter. Es ist verrückt. Es ist echt verrückt. Und damit wollen wir noch mal schauen, wie es Caesar und Kendall ergangen ist und ob alles mit denen in Ordnung ist. King in Exile. Hey, Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look, you going to the barrio with that Big Willie bullshit and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those chota pigs Tenpenny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Ye. Come on, CJ, how you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just lay low and I'll be back. Let's make sweet love.
Hello? Where you been, asshole? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You been hanging out with those sticking putas! No, no. If you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit, right? Sie ist ein Zuckerstück. Okay, wir könnten jetzt tatsächlich durch die Gegend fahren und nach Transportern suchen, die dope durch die Gegend fahren. Aber ich verzichte drauf. Also wir könnten damit, glaube ich, ein bisschen Kohle noch nebenbei machen. Aber wie gesagt, ich verzichte drauf. Wir müssen an den Arsch der Welt mal wieder. Es ist traumhaft. Wie kommt man denn jetzt da am besten hin? Komme ich ja wirklich fast am besten hin, wenn ich erstmal nach Los Santos zurückmache. Ja, das wird wohl der Weg sein. Der Weg meiner Wahl. Okay, es ist wirklich die Zeit der weiten Wege, wenn wir hier im Lande rumfahren. Weil nun mal alles am Arsch der Welt immer ist. Damit müssen wir uns jetzt einfach mal hoch. Damit müssen wir uns jetzt einfach mal abfinden. Es sind ein paar Strecken zu erledigen. Aber... Es ist Licht am Ende des Tunnels, denn wir wissen, es sind noch 3 Aufträge mit Catalina zu machen. Dann hat sie alle ihre Ziele abgearbeitet. Und dann ist noch die Sache mit The Truth. Und viel mehr dürfte es auch nicht sein. Danach geht es schon wieder raus aus dem ländlichen Gebiet. Und das ist auch gut so. Denn ich muss sagen, es ist ganz nett hier mal rumzufahren, aber so geil und so belebt ist es hier dann doch nicht. Wow, Alter! Ja, Verkehrsregeln sind nur begrenzt vorhanden bei den Bewohnern von Los Santos, habe ich schon so festgestellt. Damit muss man dann einfach leben, aber vielleicht haben die sich auch einfach an mich angepasst, denn wenn ich so fahre, dann können das alle anderen auch machen wahrscheinlich. Diese Hotdog-Wagen, ich finde sie spitze. Das beste Autodesign im ganzen Spiel, glaube ich. So. Los Santos steht wieder vor der Tür oder vor dem Lenker, wie auch immer. Und wir müssen gleich mal schauen, wie genau wir hier weiterfahren müssen. Denn es ging nicht einfach nur auf dem Weg weiter. Das hatte ich noch gesehen auf der Karte. Mal kurz schauen. Müssen wir hier runter? Ja, wir könnten. Und dann links, rechts und dann links und dann wieder links und dann einfach der Straße folgen. Klingt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, machen wir. Runter hier. Ah, nicht den Baum mitnehmen. Und dann schnippeln wir Los Santos mal ganz kurz an. Und sind auch sofort wieder verschwunden aus der Stadt. So, hier wieder links. Und dann sollten wir theoretischerweise auf der richtigen Straße sein, die uns zu unserem Ziel führen wird. Hätten wir auch ein Taxi nehmen können, das wäre schneller gegangen, ne? Also ich meine jetzt das Taxi klauen. Weil Taxi hat halt Nitro drin. Aber ich weiß gar nicht, ob man Taxis hier auch schon nehmen kann, um wirklich als Fahrgast mit ihnen zu fahren. Oder ob das erst später eingeführt wurde. Bin ich mir gar nicht so sicher. So, ist aber auch egal, wir sind jetzt sowieso schon da. Die Wege sind meistens dann, wenn man den Weg kennt, doch kürzer als man denkt. Geht dann meistens doch relativ schnell. Und wir schauen uns einmal die liebliche Hütte von unserer Lieblingsmexikanerin an. Catalina, ich bin da.